In dem heutigen Video präsentiere ich euch den ersten Kapitel von Dragon Ball After the Future, gezeichnet von Yong Jiji. Moin moin Leute, mein Name ist ReeFazer und mit dem heutigen Video starte ich eine kleine Reihe rund um Dragon Ball After the Future bei mir auf dem Kanal. Eine kleine Einführung, worum es hier geht. Es gibt sehr viele sogenannte Doujinshi zu Dragon Ball. Als Doujinshi werden fangemachte Mangas bezeichnet und ich möchte euch heute eins der bekanntesten vorstellen, Dragon Ball After the Future. Diese Version von Dragon Ball After the Future wurde gezeichnet von dem Künstler Yong Jiji, läuft über insgesamt 16 Kapitel und ist auch bereits abgeschlossen. Sie startet nach den Ereignissen von Dragon Ball GT und zu dem Zeitpunkt war Dragon Ball Super noch nicht angekündigt. Daher wundert euch nicht, dass es mit der aktuellen Super-Geschichte nichts zu tun hat. Sämtliche Rechte des Bildmaterials liegen selbstverständlich bei dem Ersteller von Dragon Ball After the Future und ihr findet in der Videobeschreibung einen Link zu seiner offiziellen Facebook-Seite, wo ihr auch all seine Werke bestaunen dürft. Wir starten auf dem Planet Freezer 79. Ein offensichtlich zu der Freezer-Armee gehörender Soldat schreit in ein Mikrofon. Lord Ease ist kurz davor geboren zu werden, das ist eine wichtige Mitteilung an alle Truppen. Und wir sehen ihn, jemanden, der Freezer verdammt ähnlich sieht. Aber Ease kennt seinen eigenen Namen nicht, er ist gerade erst geboren. Ein Freezer-Soldat erklärt, dass sein Vater Lord Freezer ist und ihm diesen Namen gegeben hat. Er möchte aber direkt einen sehr starken Gegner bekämpfen, denn Ease möchte die Macht, welche er über die vielen Jahre vor seiner Geburt gesammelt hat, endlich austesten. In einem Rückblick sehen wir die Geschichte von Dragon Ball Z. Die Gegner von Son Goku und seinen Freunden bis zu dem Sieg über Omega Shenron in Dragon Ball GT. 3 Jahre sind seit dem letzten Kampf vergangen. Pan ist mittlerweile 16 Jahre alt und auf dem Weg zur Schule. Als sie in dem Rand der Stadt landet, bemerkt sie einen Überfall. Die Gaukner sind keine Unbekannten. Pilaf und seine Crew sind deutlich gealtert, aber immer noch auf der Suche nach Ärger. Pan wendet sich zu ihnen: Gebt friedlich auf, oder ihr werdet es mit mir aufnehmen müssen. Da Pilaf die Drohung aber nicht ernst nimmt, geht Pan zum Angriff über. Und ein paar kurze Schläge später sind Pilaf und Mai besiegt und Shu gibt einfach auf. Später in der Schule spricht eine Mitschülerin mit Pan über ihren Großvater, den großen Mr. Satan, der tatsächlich immer noch wie ein großer Held gefeiert wird. Und es wird auch über seinen Nachfolger gesprochen, Papaya Man, welcher kein anderer als Ub ist. Und genau dann sehen wir Ub in seinem Papaya Man Outfit, mitten in dem Finale vom Tenkaichi Budokai der Erwachsenen-Division. Ub hat bereits das letzte Turnier gewonnen und kämpft nun gegen Captain Beef, ein Neuling in den Turnieren. Captain Beef zögert nach dem Start keine Sekunde und stürmt auf Ub los, doch dieser weicht aus und erwischt ihn mit einem präzisen Schlag in den Bauch, woraufhin der Kampf direkt vorbei ist. Nach dem Kampf wird Ub dann offiziell dem Publikum von Mr. Satan als sein Nachfolger vorgestellt und damit ist das Turnier auch beendet. Wieder im Weltall ist Ease am Ausrasten. Er schreit: Schwach! 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 So werde ich nie meine Macht austesten können. Sie sterben alle, ohne dass ich sie kaum berühre. Doch ein Soldat kann ihn etwas beruhigen. Vielleicht ist der Mann, der ihr Vater besiegen konnte, eine kleine Herausforderung. Sein Name ist Son Goku. Und so macht sich Ease mit seinen Gefolgsleuten auf den Weg zur Erde. Zurück auf der Erde sehen wir Vegeta. Er hat seit dem Kampf gegen Omega Shenron unermüdlich trainiert und konnte aus eigener Kraft den Status des Super Saiyajin 3 erreichen. Doch Super Saiyajin 4 kann er immer noch nicht erreichen, denn dafür benötigt man den Saiyajin Affenschwanz, den er nicht hat. Nichtsdestotrotz hat er nicht vor aufzugeben und wird noch stärker werden, denn Kakarot wird es auch nicht anders machen. Von Bulma und Chi-Chi erfahren wir auch, dass Son Goku seit dem Kampf mit Omega Shenron nicht wieder erschienen ist. Chi-Chi geht aber einfach davon aus, dass er irgendwo am Trainieren ist. Zu guter Letzt erfahren wir auch, was mit Trunks und Goten aktuell passiert. Goten arbeitet für Trunks, welcher Präsident der Capsule Corporation ist. Faul wie immer hat sich Goten von der Arbeit geschlichen, nur um von Trunks in einem Park gefunden zu werden. Goten arbeitet nur für Trunks, weil er sonst seine Frau Palas nicht hätte heiraten dürfen, da ihr Vater darauf bestand, dass sein zukünftiger Schwiegersohn in einem großen Unternehmen arbeitet. Zudem erhält Goten einen Anruf, dass er bald Vater wird und ist dann plötzlich hochmotiviert, den bestmöglichen Job zu tun, um für seine Familie zu sorgen. An einem anderen Ort sortiert Gohan gerade seine Bücher, als er eine unglaubliche Aura spürt, die ihn aufschrecken lässt. Auch alle anderen bemerken diese. Es ist Ease, der auf der Suche nach Son Goku sich der Erde in seinem Raumschiff nähert.
Vegeta, Gohan, Trunks, Goten, Ub und Pan versammeln sich, um die Ankunft des Raumschiffes zu erleben. Genauso wie die Z-Krieger schon damals bei der Ankunft von Freezer auf der Erde. Aus dem Schiff ausgestiegen, befiehlt Ise seinen Soldaten, sich auf der Suche nach Goku zu machen. Doch die Kämpfer der Erde stellen sich den Feinden Vegeta voran. Ise erklärt ihnen aber, er habe kein Interesse an schwachen Gegnern. Woraufhin Vegeta sagt, ich bin stärker wie Kakarot und beide machen sich bereit zum Kampf. Vegeta zögert nicht und verwandelt sich direkt in einem Super Saiyan 3, was Ise aber nicht so besonders zu beeindrucken scheint. Vegeta stürmt auf Ise zu und sie fangen an, Schläge auszutauschen. Beide stecken ein und teilen aus und es wirkt ausgeglichen. Nach einem starken Ellbogenschlag von Ise springt Vegeta in die Luft und feuert eine riesige Big Bang Attack ab. Doch Ise wehrt zur Verwunderung von allen die Attacke mit nur einer Hand von sich ab. Ise nutzt die kurze Verdutzung von Vegeta und geht zum Gegenangriff über. Doch Vegeta kommt wieder zu sich und wehrt Ises Schlaghagel gekonnt ab. Unglaublich, du bist der Stärkste, den ich je bisher bekämpfen durfte. Ise scheint sichtlich erfreut, aber wenig besorgt über den bisherigen Kampf und auch Vegeta erkennt, dass die Kampfkampf von Ise kein Vergleich zu Freezer darstellt. Und in diesem Augenblick kommt eine Stimme aus der Höhle, die Gohan anspricht. Piccolo. Freezer und seine Familie kommen aus dem Planeten Winter. Direkt nach ihrer Geburt bedeckt sich seine Rasse mit Eis und beginnt eine Tauperiode. Umso länger diese Periode andauert, umso stärker wird das daraus entstehende Wesen, erklärt Piccolo. Während Freezer für 5 und sein Vater King Cold für 6 Jahre in Eis waren, war Ise über 50 Jahre in seiner Tauperiode. Und Ise wendet sich zu Vegeta und erklärt vor Freude erregt, nun denn, lass uns doch noch ein wenig mehr Spaß haben. Damit endet der erste Kapitel von Dragon Ball After the Future. Es braucht etwas, um in Fahrt zu kommen, da viele der Charaktere erst wieder eingeführt werden müssen und auch einige Passagen doch recht bekannt vorkommen aus den Dragon Ball Z-Geschichten, so finde ich es persönlich recht gut gemacht. Lasst mir gerne eure Kommentare und Meinungen zu Dragon Ball After the Future da und auch zu der Art und Weise, wie dieses Video aufgebaut ist. Wenn es gut bei euch ankommt, werde ich noch weitere Kapitel vorbereiten und eventuell in der Zukunft andere Dojishen rund um Dragon Ball machen. Natürlich könnt ihr euch gerne noch weitere Videos von mir rund um Anime und Anime-Games anschauen und mich abonnieren, falls euch mein Content gefällt.